Herzlich willkommen zum heutigen Finanzen-Net-Webinar an diesem Donnerstagabend, liebe Teilnehmer. Mein Name ist Annika Niederkorn und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Die Aktienmärkte sind in Bewegung. An den ein oder anderen Orten wird uns in naher Zukunft sogar ein Börsencrash prophezeit. Ich finde, es bleibt spannend. Welche Anlagestrategien funktionieren bei der aktuellen Marktlage wirklich? Und wie verbessern Sie Ihre Marktanalyse gewinnbringend? Diesen Fragen wollen wir jetzt auf den Grund gehen und haben dazu heute Abend André Stagge zu Gast. Er hat als Fondsmanager über 500 Millionen Euro Gewinn für seine Anleger erwirtschaftet und wird Ihnen, liebe Zuschauer, heute erklären, wie Sie seine Erfolge nachbilden können. Guten Abend, Herr Stagge. Willkommen bei Finanzen Net. Willkommen zu diesem Webinar. Hallo. Was haben Sie uns heute mitgebracht und wie lange sind Sie schon im Wertpapiergeschäft unterwegs, Herr Stagge? Oh, schon sehr lange. Meine allerersten Aktien habe ich bereits 1996 gekauft. Das war damals die Mannesmann, die sich innerhalb von 5 Jahren verfünffacht hat. Bin dann auch die letzten 22 Jahre an der Börse geblieben, bin der Börse also treu geblieben und habe heute so die Quintessenz aus den letzten 22 Jahren an der Börse und den letzten 10 Jahren als Fondsmanager mitgebracht. 5 einfache, transparente und sehr funktionale Handelsstrategien, die ich gerne in der nächsten Stunde vorstellen möchte. Ich bin schon sehr gespannt auf Ihre Handelstipps. Liebe Teilnehmer, verstehen Sie mich und Herrn Stagge gut? Geben Sie uns gerne eine kurze Rückmeldung über die Chatfunktion. Während der Stagge gleich auf seine Handelsstrategien eingeht, können Sie uns außerdem jederzeit Fragen stellen. Das geht ganz leicht über die Chatfunktion. Am Ende der Veranstaltung haben wir nämlich nochmal Zeit, gemeinsam mit unserem Experten die offenen Fragen zu klären. Jetzt sind aber zuerst Sie gefragt. Bitte nehmen Sie an unserer kleinen Umfrage teil. Wir möchten von Ihnen wissen, haben Sie in der Vergangenheit bereits an einem Präsenzseminar teilgenommen? Ich sehe, Sie stimmen schon fleißig ab. Ich gebe Ihnen trotzdem noch mal einen kurzen Moment und freue mich, wenn Sie fleißig abstimmen. Ja, ich sehe, die Mehrheit hat abgestimmt. Und möchte Ihnen das Ergebnis natürlich auch nicht vorenthalten. 39% haben bereits an einem Präsenzseminar teilgenommen. Das ist ziemlich uneindeutig, denn 39% haben nicht an einem Präsenzwebinar teilgenommen. 22% interessieren sich aber grundsätzlich, haben zwar noch nicht teilgenommen, interessieren sich aber. Spannendes Ergebnis, Herr Starke, hätten Sie das so erwartet? Hätte ich gedacht, ja, weil Präsenzseminare natürlich eine Menge an Wissen vermitteln können. Und ich finde es spannend, dass so viele sich auch für das Thema interessieren. Ja, ich bin jetzt gespannt. Ich würde sagen, damit übergebe ich das Wort an Sie, Herr Stagge, und freue mich, was Sie uns heute mitgebracht haben. Ja, wunderbar. Ganz, ganz lieben Dank. Auch von mir nochmal ein herzliches Hallo aus der Finanzmetropole Frankfurt am Main. Schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank trotz des guten Wetters, dass sich so viele Teilnehmer heute in dem Webinar hier eingefunden haben. Und ihr merkt schon, ich möchte gerne das vertrauensvolle Du verwenden. Und vielleicht wundert das, weil Bank und Finanzen und Fondsmanager, das wird ja immer mit Anzug und Krawatte verbunden. Ich habe das auch die letzten 11 Jahre als Fondsmanager hier in Frankfurt hinter mir. Und heute im Webinar geht es auch darum, die Dinge ein bisschen anders zu machen, ein bisschen für das Thema Börse zu begeistern und auch die ein oder andere ganz spannende Finanzinnovation vorzustellen, um eben diese Börsenbegeisterung zu erzielen, um eben einfach jedem auch was an die Hand zu geben, wie er sein eigenes Trading, sein eigenes Investment verbessern kann. Das alles in Kooperation mit Next Markets, einer absolut innovativen Finanzplattform, die ich heute auch mit vorstellen möchte, wo ich meine Ideen auch regelmäßig platziere und wo Sie, liebe Teilnehmer, oder wo ihr, liebe Teilnehmer, ihr merkt, das alte Muster ist noch ein bisschen in mir drin, also wo ihr, liebe Teilnehmer, eben auch sehr schön von meinen, aber auch von den Ideen von anderen Finanzprofis profitieren könnt. Ja, 5 Handelsstrategien wird es geben. Wie gesagt, diese Strategien habe ich in meiner aktiven Karriere als Portfolio-Manager regelmäßig für die Analysen genutzt. Diese Strategien kann jeder von euch eben auch direkt nach dem Webinar für sein Trading nutzen. Und wenn ihr mögt, zeige ich euch auch, wie man diese Strategien dann noch weiter verbessern kann. Und ganz am Ende gibt es noch ein großes Geschenk, gerade für diejenigen, die mal überlegen, ein Präsenzseminar zu machen. Gibt es etwas ganz Besonderes. Und bevor es richtig losgeht, das kennt ihr aus Deutschland, kurz der Risikohinweis. Alle Analysen, die wir hier besprechen, sind bitte nicht als Empfehlung oder als Angebot oder als Aufforderung für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten zu verstehen,
sondern das, was wir heute vorhaben, ist ein reines Ausbildungswebinar und außerdem müsst ihr und könnt ihr davon ausgehen, dass die Positionen und die Strategien, die ich mit euch bespreche, natürlich auch in meinem eigenen Trading und Investment mit umgesetzt werden. Was immer schön an dieser Stelle passt, wenn man sich einen Risikohinweis anguckt, eine ganz kurze Geschichte. Und zwar eine Geschichte aus der Bild-Zeitung, ein Interview, was gegeben wurde von einer Person, die relativ bekannt ist, die wahrscheinlich die meisten von euch auch schon kennen. Und die Person wurde gefragt, wie legen Sie Ihr Geld an? Und die Antwort von dieser Position, von dieser Person war: Damit beschäftige ich mich kaum. Es liegt einfach auf dem Sparbuch, trotz der niedrigen Zinsen. Und da könnte man jetzt lange überlegen, wer das gesagt hat, und man würde es wahrscheinlich vielen Politikern zutrauen. Aber wer hat diesen tollen Satz gesagt? Er kümmert sich kaum um seine Finanzen. Wegen der niedrigen Zinsen liegt alles auf dem Sparbuch. Das hat kein geringerer gesagt als Olaf Scholz, der Finanzminister von Deutschland, derjenige welche, der für 50% eurer und meiner Finanzen zuständig ist. Und er sagt, er kümmert sich kaum um das Thema Finanzen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und da bin ich froh, dass heute so viele Leute online sind, weil wir kümmern uns heute um unser Geld. Wir möchten also nicht nur das Geld entsprechend oder für Geld arbeiten, sondern wir möchten das Geld auch entsprechend für uns arbeiten lassen. Und vielleicht zwei, drei Sätze noch zu mir, bevor es dann gleich mit den Inhalten losgeht. Ich habe sehr früh angefangen, mich für das Thema Börse zu begeistern. Wie gesagt, die ersten Aktien bereits 1996 gekauft und bin dann nach super Erfolgen auch immer dabei geblieben, weil ich einfach dieses Interesse, diese Faszination für die Börse hatte. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Deutsche eben das Thema Börse, Trading und Investment auch als super spannendes Thema begreifen. Denn es ist etwas, was unglaublich interessant ist, wo man nicht nur unglaublich viel Geld gewinnen kann, sondern wo es auch einfach viel, viel Spaß macht, eigene Ideen umzusetzen. Ich bin der Börse dann immer treu geblieben, habe es vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Der eine oder andere hat mich auch schon als Börsennerd bezeichnet, weil ich wirklich in den letzten 22 Jahren nichts anderes gemacht habe als Börse. Ich habe kein Haus gebaut, keine Familie gegründet, noch nicht mal ein eigenes Auto gekauft, weil das Thema Börse für mich immer im absoluten Vordergrund stand. Habe, wie gesagt, die letzten 11 Jahre Fonds gemanagt für eine der größten Fondsgesellschaften hier in Frankfurt am Main. Habe da 4 Fonds betreut mit über 2,5 Milliarden Euro. Habe da in meiner Zeit für die Anleger nach Kosten, wie gesagt, über 500 Millionen Euro gewonnen. Das waren Mischfonds, also Aktien, Renten waren da drin, aber auch Total Return Fonds, die eben unabhängig zu einer Benchmark funktioniert haben. Und meine Idee war, irgendwann zu sagen, ich steige aus, ich bin finanziell frei, ich mache das, worauf ich Lust habe. Und das ist eben das Thema Finanzbildung in Deutschland noch weiter voranzubringen mit starken Partnern wie zum Beispiel Next Markets, um euch auszubilden, um euch zu sagen, hey, Börse ist spannend und euch auch einfach für das Thema Börse zu begeistern. Denn es muss nicht schwierig sein, ihr braucht keine 22 Jahre Finanzerfahrung, ihr braucht kein CFA, ihr braucht keine Ausbildung in technischer Analyse, ihr müsst auch kein Eurex-Händler sein. Und ihr müsst auch nicht wie ich an der Hochschule aktiv sein und Studenten ausbilden, sondern es braucht einfach nur ganz einfache Ideen, ganz einfache Strukturen. Es braucht den richtigen Investmentprozess und vielleicht zwei, drei Leute, die es wirklich ehrlich mit euch meinen, um euch und eure Finanzen voranzubringen. Und deswegen bin ich eben auch aus meiner Fondsgesellschaft ausgestiegen, habe auf mein sehr gutes sechsstelliges Gehalt dann entsprechend verzichtet, um eben dem Thema finanzieller Bildung was Gutes zu tun, um eben einen größeren Mehrwert zu stiften. Und wie gesagt, wenn ihr zum Bankberater geht, ist immer die eine Frage, was will der am Ende euer Bestes? Natürlich euer Geld. Und deswegen lade ich uns eben zusammen ein, uns mit finanzieller Bildung zu beschäftigen. Und wenn wir Ja, das Herr tun, dann. Starke, darf ich da einmal ganz kurz unterbrechen, weil wir gerade noch bei Ihrer Person sind. Unsere Teilnehmer interessiert nämlich zum Beispiel auch, wie Sie das denn auch psychisch geschafft haben. Sie haben da ja wirklich ein gewaltiges Vermögen verwaltet. Gibt es da vielleicht irgendwelche Tricks? Wie haben Sie sich selbst darauf vorbereitet? War das reine Leidenschaft oder wie können Sie das erklären? Tolle Frage und da könnte ich jetzt auch stundenlang drüber erzählen. Um es kurz zu fassen, es ist wichtig, einen Ausgleich zu haben, wie mit allem im Leben. Man kann nicht nur in einem Bereich gut sein, sondern man braucht immer andere Bereiche, um das auszugleichen. Man sieht ja ganz am Ende auf der Folie auch, dass ich sportlich sehr aktiv war und bin, da also über den Sport einen sehr großen Ausgleich hatte, aber auch über meinen Freundeskreis, meine Familie. Und am Ende ist es wie alles im Leben, es ist ein Stück weit einfach Erfahrung und man lernt es auch. Wenn man die richtigen Partner hat, wenn man die richtige Ausbildung genießt, kann man eben in diesem Bereich auch sehr gut Fuß fassen. Und am Ende ist es dann nichts weiter, als wenn man ein eigenes Vermögen vermehrt, nur eben mit ein bisschen mehr Nullen hinten dran. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass man den Prozess einmal erlernt. Und wenn man den wirklich kann, dann ist es am Ende wie Fahrradfahren, weil man macht immer das Gleiche.
Das ist das Schöne und das ist vielleicht auch die erste wichtige Botschaft, wenn wir uns heute über Börsenstrategien unterhalten. Ich als Portfoliomanager oder ich jetzt auch als privater Investor, der eben von seinen Erträgen auch leben muss, mache immer wieder das Gleiche und bin damit dauerhaft erfolgreich. Und was ich mache, das würde ich eben in den nächsten Folien vorstellen. Dankeschön. Und eine Folie, die ich immer gerne zeige, ist diese einfache Frage. Ihr seht hier einen Chart über den S&P in den letzten 10 Jahren. Und die Frage ist, würdet ihr diese Handelsstrategie handeln? Es geht also von links unten 0% Performance nach rechts oben auf 1,2%. Also bedeutet, wir hätten hier 120% gemacht. Also aus 100 Euro hätten wir dann 240 gemacht. Also wir hätten hier schöne Renditen erzielt. Und die Frage ist, möchtet ihr so eine Handelsstrategie traden? Ist es was für euch? Und da sagt natürlich jeder, ja, das ist doch spitze. Ob das jetzt ein Fonds ist, ob das jetzt vielleicht irgendein Zertifikat ist oder ob das vielleicht auch eine Handelsstrategie im Internet ist. Jeder, der diesen Chart sieht, Hand aufs Herz, sein Kapital innerhalb von 10 Jahren verdoppeln, das möchte doch jeder, oder? Denkt, da brauchen wir keine Umfrage starten. So eine Performance in 10 Jahren, das möchte jeder haben. Und jeder fragt sich natürlich auch, was ist denn da passiert? Und genau das ist die richtige Frage, weil wenn ich zum Beispiel mit Fondskunden gesprochen habe, machen die häufig den Fehler, in die letzten 10 Jahre zurückzugucken, so einen Graphen zu sehen und zu sagen, ja Mensch, das ist doch die Linie, die ich sehen will. Das ist doch hier genau die Idee. Es geht von links unten nach rechts oben. Das möchte ich haben und deswegen kaufe ich das jetzt. Aber ich möchte euch eben auch einladen, die Dinge ein Stück weit zu hinterfragen und das werden wir heute auch tun, nämlich einfach auch zu überlegen, ist es denn auch in der Zukunft so? Weil wenn das zum Beispiel jetzt ein Renteninvestment war und der Zinssatz natürlich in den letzten 10 Jahren deutlich gefallen ist, ist es relativ wahrscheinlich, dass es die nächsten 10 Jahre nicht wieder diese Performance hat. Und das Erste, was ich euch zeige hier, ist ein System, was jetzt nicht unter diese 5 Handelsstrategien fällt, keine Sorge, sondern das ist eine kleine Falle. Eine Falle, in der ich sagen möchte, guckt bitte nicht nur auf die gute Performance. Die seht ihr hier, die Performance ist toll, sondern hinterfragt bitte auch, warum diese Performance gut ist, was da tatsächlich passiert ist und ob es wirklich auch für euch logisch Sinn macht, dass etwas funktioniert. Weil was ich euch hier simuliert habe, ist eine sogenannte Monte-Carlo-Simulation. Die Finanzfreaks wie ich, die werden das kennen. Diejenigen, die es nicht kennen, stellt es euch bitte so vor, ihr nehmt 200 Affen. Ihr nehmt 200 Affen und ihr gebt 200 Affen jeweils einen einzigen Dartpfeil und ihr bittet diese Affen, auf eine Dartscheibe zu werfen. Und das wird sehr spannend werden, weil die Pfeile werden überall landen und wahrscheinlich wird ein Pfeil auch genau im Bullseye auf der Dartscheibe landen. Dieser eine perfekte Affe ist quasi diese Equity Curve, also diese Kapitalkurve über 10 Jahre gemessen. Aber alle anderen 199 anderen Affen werden den Pfeil irgendwo anders hinwerfen. Der eine wird nach links fliegen, der andere nach rechts. Und nur zu sagen, weil der eine Affe jetzt einmal die Dartscheibe getroffen hat, ist er der perfekte Anleger, da würde ich sagen, das stimmt so nicht, sondern das ist natürlich einfach Zufall und Glück. Und ihr seht das, wenn ihr hier diese ganzen Verteilungen verdichtet, habt ihr die Normalverteilung. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so wichtig für den weiteren Vortrag, aber für die Finanzverrückten unter euch, ihr werdet das kennen. Ich habe einfach simuliert, eine Zufallszahl und am Ende kommt ein Graph raus, der super ist, das ist der und 199 kommen raus, die nicht so gut sind. Deswegen sage ich, das für den Vortrag heute ist Folgendes. Ich zeige euch gleich solche Kurven, ich zeige euch gleich Handelsstrategien, die über viele, viele, viele Jahre funktioniert haben und die ich regelmäßig bei Next Markets auch öffentlich zeige, die ihr also auch ganz einfach nachtraden könnt. Aber ich sage euch auch, ich sage euch, warum diese Ideen funktionieren, was also kausal dahinter steht, warum das eben nicht der Affe ist, der hier auf eine Dartscheibe wirft, sondern warum es logisch und vielleicht sogar sinnvoll ist, solchen Kapitalmarktanomalien zu folgen, wie ich euch sie im Folgenden vorstellen werde. Und die erste Sache, die ich anfangen möchte als Strategie, ist eine ganz einfache Idee. Und das zeige ich euch jetzt nicht, um euch zu ärgern, sondern um so ein bisschen die Präsenz zu wecken, wie viele Akteure da draußen sich am Kapitalmarkt engagieren. Die eine sehr große Mehrheit, knapp 94% der Deutschen, beschäftigen sich gar nicht mit Aktien, Trading und Investment. Die machen es wie Olaf Scholz, die legen alles aufs Sparbuch und sagen, hey, für 0% ist mein Geld super angelegt. Das sehe ich nicht so. Das andere Extrem ist Leute, die sich nicht ausbilden, die einfach anfangen und in diesen Haifisch, in dieses Haifischbecken-Trading reinspringen, völlig emotional rumtraden, keine Ausbildung haben. Einfach links, rechts, es blinkt, ich gehe mal long, ich gehe mal short, einfach da am Markt aktiv sind und diesejenigen haben in der Regel auch keinen Erfolg. Und das Beste, wie überall oder häufig zumindest im Leben,
ist ein Zwischenweg und den möchte ich euch eben heute auch im Webinar zeigen. Ich stelle euch ganz kurz eine Studie vor und stelle euch dann eine Frage. Die Studie kommt hier, das seht ihr, von der französischen BaFin. Mein Französisch ist leider ganz schlecht, deswegen werde ich es nicht aussprechen, aber wie gesagt, das ist die französische Regulierung und die hat über einen sehr langen Zeitraum, über 4 Jahre untersucht, ob private Trader an der Börse erfolgreich sind. Sie hat herausgefunden, 89% aller privaten Trader in Frankreich verlieren tatsächlich Geld. In Summe über 161 Millionen Euro. Und es wurden insgesamt fast 15.000 Trader untersucht, also nicht drei oder vier oder fünf, sondern wirklich eine statistische Grundgesamtheit, die sich sehen lassen kann. Man kann sich hier auch anschauen, es gibt natürlich auch einen Teil, der gewinnt. Das ist aber nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit. Und das für mich Spannende ist, es ist relativ egal, wie lange die Trader dabei sind, sie lernen nichts dazu. Und das finde ich super schade, weil das eine Extrem, sich gar nicht um Finanzen zu kümmern, ist falsch. Das andere Extrem, einfach uninformiert im Trading unterwegs zu sein und hier zum Beispiel Trader aus Frankreich zu sein, ist auch falsch, weil in Summe werden da 161 Millionen Euro verloren. Und ich möchte euch heute den Mittelweg zeigen, wie ihr eben perfekt aus beiden Welten quasi das Beste rausholt, aus dem Investment, aus dem Trading und davon profitieren könnt. Und ich habe euch ja versprochen, ich stelle euch am Ende dieser Folie eine Frage. Und meine Frage lautet jetzt, wenn wir wissen, dass 89% aller Trader Geld verlieren, also 89% der privaten Retail-Trader aus Frankreich zocken, nichts dazulernen, sich nicht ausbilden und am Ende Geld verlieren. Was wäre denn der logische Schluss, wenn ich weiß, dass hier 89% der Trader tatsächlich Geld verlieren? Was würdet ihr denn machen? Würdet ihr das Gleiche machen wollen wie diese privaten Trader? Wahrscheinlich nicht, oder? Was wollt ihr machen? Es liegt ja auf der Hand. Die Frage ist ja fast schon rhetorisch. Ihr wollt natürlich was machen? Das Gegenteil von diesen privaten Tradern. Und das ist eine Strategie, die ich im Fondsmanagement sehr lange und sehr erfolgreich genutzt habe und die ich euch im Folgenden zeige. Ihr seht hier meine Strategie mit dem Namen FX Fool. FX Fool, zu Deutsch FX Dummkopf, ist eine ganz einfache Strategie. Ich habe hier eine öffentlich zugängliche Webseite gefunden, die mir tatsächlich anzeigt, wie die privaten Trader aus Asien, der ja nochmal ein viel größerer Zockermarkt ist als bei den Franzosen, also wie die privaten Trader hier aus Asien sich tatsächlich positioniert haben. Hier seht ihr das im Euro-Dollar und ich male das parallel zu der Folie nochmal ein. Und ihr seht, blaue Fläche, so wie es eben auch da steht, bedeutet, die privaten Trader aus Asien sind hier entsprechend den Euro-Dollar-Long. Ihr seht das, hier sind die privaten den Euro-Dollar-Long, hier sind die privaten auch den Euro-Dollar-Long. Was ist mit Euro-Dollar in der Zeit passiert? Der Euro-Dollar ist tatsächlich gefallen. Also, wenn die privaten Long im Euro-Dollar waren aus Asien, wenn sie zocken, geht die Währung runter. Hier waren die privaten auf einmal short den Euro-Dollar. Orange Fläche bedeutet short den Euro-Dollar. Und ihr seht das auch sehr schön, was ist mit dem Euro-Dollar tatsächlich passiert. Ihr seht das hier an den Pfeilen, orange Fläche, Euro-Dollar ist gestiegen. Und ab April 2017 waren die Privaten nur noch den Euro-Dollar short. Sie haben also nur noch auf fallenden Euro-Dollar gesetzt. Und was ist mit Euro-Dollar passiert? Das seht ihr hier an dieser schwarzen Linie. Das ist der Kursverlauf vom Euro-Dollar. Der ist von 1,04 auf 1,24 angestiegen. Und wie waren die privaten Trader die ganze Zeit positioniert? Sie waren die ganze Zeit short. Was ist also die logische Konsequenz und was ist die erste Handelsstrategie, die ich euch einfach vorstellen kann? Macht doch bitte, bitte, bitte das Gegenteil von den privaten Tradern aus Asien. Wie gesagt, diese Webseite zeigt euch realtime 13.000 private Trader an und sie sagt euch eben, macht das Gegenteil und dann werdet ihr an der Börse erfolgreich sein. Und dann seht ihr auch, der Slide geht nur bis Februar 2018 und ihr wollt natürlich wissen, wo diese Daten herkommen. Ich sag's euch gleich, sind ein bisschen schwer zu finden, aber ich möchte euch vorher auch noch ein Update geben. Aber ich glaube, die Grundidee ist da. Macht das Gegenteil von den privaten Tradern aus Asien. Wichtig ist auch, das sind keine Umfragen. Also wenn ihr mich als Fondsmanager gefragt habt und ihr wart vielleicht Kunde von mir als Bank oder als Versicherung oder vielleicht auf einer Anlegertagung auch als Endkunde und ihr habt mich gefragt, naja, wie bist du denn gerade positioniert im Euro-Dollar? Natürlich war ich immer richtig positioniert. Das ist auch so, wenn ihr Fondsmanager-Surveys lest, also Befragungen oder Zeitungsartikel. Es ist immer so, immer ist jederzeit jeder richtig positioniert. Ist natürlich totaler Quatsch. Und deswegen schaue ich mir da auch gerne eben tatsächliche Daten an. Also ich schaue gerne in die Portfolien rein
und gucke mir nicht so gerne Befragungen an. Und hier, wie gesagt, das ist keine Befragung, sondern das ist wirklich die tatsächliche Quote. Sind die Leute long, blaue Fläche oder sind die Leute short? Und ich gehe mal einen Slide weiter und da seht ihr, hey, im April 2018 hat sich was getan im Euro-Dollar. Im April 2018, nach über einem Jahr Investment, sind die Privaten plötzlich zum allerersten Mal von Short auf Long gedreht. Seht ihr das? Von Short auf Long. Und was ist mit dem Euro-Dollar passiert? Der hat hier einen Top gemacht bei 1,24 und auf einmal ist der Dollar festgegangen und der Euro ist gefallen. Also hier die rote Linie, ihr seht blaue Fläche, die privaten Trader und Investoren aus Asien waren entsprechend hier im Euro-Dollar tatsächlich long und Euro-Dollar ist von 1,24 deutlich gefallen auf unter 1,15. Wow, das nenne ich mal einen guten Indikator. Weit weg von dem, was in der Zeitung steht, weit weg von dem, was ihr mit Chartanalyse vielleicht mal gelernt habt. Das ist für mich ein Filter und Indikator, den ich mir sehr gerne anschaue, den ich natürlich auch sehr, sehr gerne für mein eigenes Trading verwende. Und ich mache es noch ein bisschen bunter. Ich treibe es noch weiter. Ich zeige euch noch ein weiteres Update. Hier seht ihr, was jetzt ab August passiert ist. Die Privaten haben wieder die Privaten haben wieder ihre Positionierung gedreht. Sie sind jetzt nicht mehr long den Euro-Dollar, also nicht mehr die blaue Fläche, sondern sie sind short den Euro-Dollar. Und ihr seht wunderbar, was ist passiert. Sie haben ihre Position gewechselt und der Euro-Dollar ist gestiegen bis über 1,17 hinaus. Aktuell ist er ja nach der Fed wieder ein bisschen schwächer. Da gibt es eine andere Handelsstrategie, die das momentan sehr gut erklärt. Und gestern war ja die Zinsentscheidung in Amerika. Die Zinsen wurden wieder mal erhöht. Und es wird auch weitere Zinsschritte noch geben, wahrscheinlich auch dieses Jahr im Dezember noch. Und deswegen ist der Dollar gestern auch festgegangen, der Euro schwach. Aber ihr seht schön, dass dieser Indikator auf jeden Fall euch einen sehr, sehr guten Hinweis darüber gibt, wie der Währungsmarkt sich weiterentwickeln kann und wie eben hier Währungspositionen auch zu handeln sind und wie ihr eben die Positionen auch mit wenig Aufwand optimieren könnt, wenn ihr eben diesen tollen Filter nutzt. Wie gesagt, ich nutze den permanent für mein Trading, für mein Investment und die könnt ihr auch. Ihr fragt euch natürlich, wo kommen diese Daten her? Die sind sehr, sehr versteckt auf einer Retail-Trader-Seite, die nennt sich Oanda. Wenn ihr die Seite nicht direkt findet, schreibt mir gerne an info@andre-stagge.de und dann kann ich euch den Link auch einfach zuschicken. Oder ich gebe euch auch nur eine Möglichkeit, wo ihr die Daten gar nicht selber beobachten müsst, sondern wie ihr über Next Markets meine Trades auch beobachten könnt, wo ich mir diese Daten natürlich für euch auch regelmäßig angucke. Und ich habe euch ja schöne Equity Curves versprochen. Schöne Handelsstrategien. Es ist unglaublich schwer, diese Daten zu sammeln. Ich habe das hier über 4 Jahre getan. Und hier seht ihr, wenn ihr also immer diesen Signalwechsel getradet hattet, also immer diesen roten Kreis getradet hättet, wenn sie auf Long stehen, seid ihr Short im Euro-Dollar. Wenn sie Short sind, seid ihr Long den Euro-Dollar. Dann habt ihr folgende Kapitalkurve herausbekommen. Wie gesagt, die Daten sind sehr schwer zu finden, sehr schwer zu sammeln. Ihr seht das auch. Hier gibt es ganze Jahre, wo der Markt seitwärts läuft, wo ihr also keinen Vorteil durch diese Strategie bekommen habt. Oder auch hier gab es Zeiten, wo es seitwärts gelaufen ist. Aber insgesamt ist diese Strategie sehr, sehr gut. Und gerade für den Währungsmarkt, der unglaublich schwer zu prognostizieren ist. Der Währungsmarkt ist ein Markt, wo ich niemals mit technischer Analyse arbeiten würde. Also nicht mit ausschließlich technischer Analyse, weil er sehr, sehr effizient ist und eben sehr stark durch große Handelsinteressen wie Hedger und Arbitrageure beeinflusst wird. Aber das ist ein Markt, der eben auch sehr emotional handelt. Gerade in Trendphasen, wie wir sie eben im Euro-Dollar hatten. Wo ich mir gerade in Trendphasen dann auch solche Strategien wie hier die Strategie FX Fool angucke. Und wenn es euch zu schnell geht, ihr könnt auch auf meiner privaten Webseite www.andre-stagge.de die Strategien nochmal in Ruhe nachlesen oder noch viel besser auf der Seite Next Markets könnt ihr meine Strategien dann auch live mit mir zusammen mittraden. Und das werde ich euch dann gleich zeigen, wie das im Detail aussieht und wie ihr da von meinen 22 Jahren Kapitalmarkterfahrung einfach profitieren könnt. Die zweite Strategie, die ich euch zeige, ist wieder eine Wechselkursstrategie. Und keine Sorge, ich habe auch noch Strategien für Aktien, Rohstoffe und Renten mit dabei. Aber ich fand die Strategie auch ganz spannend, weil die ein schönes Long-Signal im Euro-Dollar generiert hat. Und wir schauen uns gleich auch mal den Live-Chart an. Vorher erkläre ich euch ganz kurz die Strategie. Die Strategie ist relativ simpel. Ihr guckt, ist Fed-Entscheidung in der nächsten Woche. Und wenn Fed-Entscheidung ist, ihr wisst es vielleicht, 8-mal im Jahr tagt die FOMC und die FOMC hat dann am Mittwochabend unserer Zeit um 8, also gestern Abend um 20 Uhr, dann entsprechend ihr Announcement. Da wird der Zinssatz dann bekannt gegeben und es gibt eine Pressekonferenz, wie über die Zukunft der Zinsen gesprochen wird. Und es geht einfach darum,
hier einen Ausblick auf die Märkte zu geben. Und das Spannende ist, wenn ihr 5 Tage vor dieser FOMC-Entscheidung den Euro-Dollar kauft, also am Mittwochabend den Euro-Dollar kauft, den Euro-Long geht und den Dollar-Short, hättet ihr diese Equity-Curve erzielt. Ihr hättet also hier auch wieder seit 2003 einen sehr schönen Uptrend. Ihr habt insgesamt 8 Mal im Jahr nur einen Trade. Ihr seid jeweils für 5 Tage Long im Euro-Dollar. Und ihr setzt darauf, dass der Euro-Dollar vorher steigt. Ihr seht auch, ihr habt wieder Phasen, da läuft seitwärts oder ihr habt die Phasen, da geht es auch mal runter. Aber die Grundidee ist, vor der FED-Entscheidung den Euro-Dollar Long zu sein und nach der FED-Entscheidung den Euro-Dollar Short. Das nennt sich dann nicht Euro-Boost, sondern Euro-Bust. Das funktioniert relativ gut. Wir können uns das jetzt ja mal zusammen live angucken, wie diese Strategie performt hat. Dazu lade ich euch ein. Ich habe euch versprochen, ein bisschen was anders zu machen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen Aktivität zeigt, wenn ihr einfach mal mit mir mitmacht, weil ich habe eben auch gelernt und ich glaube, deswegen sind so viele von euch auch bei Präsenzseminaren tatsächlich aktiv. Am meisten lernt man nicht, wenn man zuhört, zumindest geht es mir so, sondern am meisten lernt man, wenn man wirklich aktiv ist. Und deswegen lade ich uns ein, aktiv zu werden. Geht doch einfach mal auf die Seite www.nextmarkets.com. Ich paste euch den Link hier auch nochmal rein. Das ist eine absolut innovative Finanzseite, für die ich unglaublich gerne Werbung mache, weil genau diese Seite es eben wunderbar vermittelt, wie man mit seinen Finanzen gut umgeht, wie man das Thema Trading und Investment perfekt kombinieren kann und wie man eben nicht wie französischer oder asiatischer Daytrader endet mit vielen Millionen Euro Verlust, sondern wie man es eben schaffen kann, auch hier an den Märkten sehr gut zu bestehen und eben von dem Know-how von absoluten Profis zu profitieren und dadurch, und das ist das Allerwichtigste, sich selber aufzubilden. Weil umso mehr ihr über das Thema Finanzen wisst, umso mehr ihr euch über das Thema Finanzen und Börse bildet, umso mehr könnt ihr euch auch ein Finanz, eure Finanzen dann bilden im Aufbau. Und geht mal einfach zusammen mit mir auf jetzt starten und dann Demokonto eröffnen. Also jetzt starten, Demokonto eröffnen. Wie gesagt, es geht sehr schnell. Ihr könnt zum Beispiel eine E-Mail-Adresse eingeben, am besten eure, zum Beispiel www.andre-stagge.de. Das ist jetzt meine E-Mail-Adresse, unter der ihr mich erreicht, aber ich sehe, die ist schon vergeben. Dann mache ich es einmal .com. Wie gesagt, da könnte ich ja jetzt jede E-Mail-Adresse vergeben. Ihr legt ein Passwort fest. Das müsste 8 Zeichen haben, kriegen wir auch hin. Und ihr wiederholt das Passwort. Und dann kommt ihr hier auf diese tolle Plattform, die ich euch gleich zeige. Ihr müsst auch gar nichts weiter machen, außer den Geschäftsbedingungen zustimmen. Und dann könnt ihr hier ganz einfach eine Demo eröffnen. Und dann seid ihr auch schon auf diesem absolut innovativen Finanzportal. Ihr seht sofort, 10.000 Euro wurden euch überwiesen. Aber ihr könnt euch denken, das ist natürlich kein reales Geld, sondern das ist erstmal Demogeld. Und wir schauen uns jetzt hier einfach mal den Euro-Dollar an, bevor ich euch dann genau sage, was es mit der Plattform noch so auf sich hat und wie ihr die Plattform nutzen könnt. Ihr seht, ihr habt hier alle wesentlichen Finanzinstrumente, ihr habt fast alle Aktien dieser Welt auf CFD-Basis, aber ihr habt auch sehr viele schnellere Instrumente, wie jetzt zum Beispiel Währung. Und wir schauen uns jetzt hier mal die 7 Tage vor der Fed an. Und da seht ihr auch in der Strategie Euro Boost, dass eben der Euro-Dollar vor der FED-Entscheidung tatsächlich gestiegen ist. Jetzt ist er hier umgesprungen, springen wir mal zurück, also gucken wir uns den Zeitraum mal an. Vor der FED-Entscheidung mit der FX-Full-Strategie, die ich euch gezeigt habe, ist der Euro-Dollar tatsächlich angestiegen. Und ihr werdet auch gleich sehen, hier oben gibt es den Bereich Coaches, da komme ich gleich nochmal zu, oder auch Marktanalysen. Wenn ihr eben da zum Beispiel mich abonniert habt, hier seht ihr auch mich mit vielen anderen Coaches auch zusammen, dann habt ihr eben auch diese Strategie bei mir im Trading miterlebt. Ihr habt also auch gesehen, wie ich dann vor der FED-Entscheidung im Euro-Boost entsprechend long war. Also zurück zur Idee. Hier, wie gesagt, seht ihr den Chart. Euro-Dollar ist vor der Entscheidung tatsächlich gestiegen. Und ich lade euch ein, ihr könnt ja mal ein bisschen auf der Webseite noch rumklicken. Ich werde gleich noch ein bisschen was auf der Webseite erklären. Wollte euch nur gerade zeigen, die Tage vor dem FOMC-Event, also die Tage vor der Zinsentscheidung, ist der Euro-Dollar tatsächlich gestiegen. Das seht ihr hier sehr schön. Der Euro-Dollar ist gestiegen und nach der Zinsentscheidung ist es häufig so, dass der Euro-Dollar fällt. Ich zeige euch gleich noch eine andere Strategie. Ich bereite die schon mal kurz vor. Und das ist nämlich die nächste Investmentstrategie, die ich euch auch gleich zeige. Okay, gibt es noch Fragen zu der Investmentstrategie Euro-Boost? Sonst, wie gesagt, im Nachgang haben wir natürlich auch noch mal 5 Minuten Zeit für alle Fragen oder gerne auch 10. Dann lade ich euch noch mal ein. Ich habe ja gesagt, ich finde es toll, wenn man mit Finanzen die Dinge ein bisschen anders macht. Schaut euch mal das Schaubild an. Und überlegt euch mal, auf welchem Stellplatz das Auto steht. Ihr seht 16, ihr seht 06, 68, 88, 98. Und geht mal kurz in euch, auf welchem Stellplatz steht hier das Auto.
Das ist schwer. Ich bin ehrlich, ich habe es nicht rausbekommen. Ich habe Plus gerechnet, ich habe Minus gerechnet, mal Minus durch. Wie gesagt, ich habe mich ja lange im Finanzsektor gebildet, habe da verschiedene Weiterbildungen gemacht, habe ein Studium gemacht. Und da lernen wir natürlich genau wie in der Schule, Dinge immer so zu machen, wie es alle anderen machen. Und das ist in Finanzdingen nicht unbedingt optimal. Wie gesagt, das Gegenteil von den Privaten zu machen, ist zum Beispiel eine gute Strategie oder völlig unabhängig von der Chartanalyse oder auch von den fundamentalen Daten vor der FOMC den Euro-Dollar long zu sein. Ist auch keine schlechte Idee. Warum? Das liegt einfach daran, dass es eben die sogenannte Blackout-Period gibt, dass eben die FOMC-Member vor der eigentlichen Sitzung keine Presseinterviews geben und man tendenziell immer unterstellt, dass die Fed kapitalmarktfreundlich ist. Kapitalmarktfreundliche Fed bedeutet ja, Zinsen werden gesenkt bzw. niedrig gelassen. Niedrige Zinsen bedeuten in der Ableitung in der Regel einen schwachen Dollar. Das heißt, wenn ich nichts weiß und vor der FOMC mich positionieren möchte, setze ich im Zweifel immer darauf, das ist ein sogenanntes Stereotyp, dass die Fed so entscheidet, dass eben entsprechend der Zinssatz gering bleibt, dass der Dollar schwach ist, also dann am Ende Euro-Dollar steigt. Und wenn die FOMC dann tatsächlich getagt hat, dann merkt man plötzlich, hoppala, sie haben doch wieder die Zinsen erhöht und sie waren doch nicht ganz so kapitalmarktfreundlich, was man vorher eingepreist hat, wird dann entsprechend wieder ausgepreist. Und das sind so die Dinge, wenn man da mal die Zusammenhänge erkennt, kann man die Dinge einfach anders machen und auch für sich einen statistischen Vorteil generieren. Ja, Herr Starke, bevor Sie das jetzt auflösen, haben wir natürlich einige Antworten auf Ihre Frage bekommen. Die Mehrheit der Antworten ist die Zahl 87. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wenn Sie diese Folie auflösen, was sich denn unter dem Auto verbirgt oder was das für eine Stellplatznummer ist. Bin ich gespannt, ob unsere Teilnehmer heute richtig liegen. Und da merkt man, wie gut die Teilnehmer ausgebildet sind und wie clever sie sind. Wie gesagt, ich habe es nicht rausbekommen. In der Regel, kleine Kinder schaffen es in 2 Minuten und ich löse es auf. Wenn man die Perspektive wechselt, also wenn man sich überlegt, dass hier ein Auto tatsächlich auf einen Stellplatz fährt, also parkt und die Dinge dann auf dem Kopf stehen, 86, 87, die richtige Antwort, 88, 89, 90 und 91, dann sieht man eben, ja, tatsächlich, es ist eine leichte Lösung, wenn man es weiß, aber wenn man es nie gesehen hat und wenn man eben verkopft ist als Mensch, so wie ich das war, als ich probiert habe, das zu lösen und eben nicht den Blick über den Tellerrand hinaus wagt, dann ist es schwer. Aber wenn man es weiß, ich denke, jetzt sieht es jeder und es hat hoffentlich vielleicht einen Aha-Moment. Und ich würde mir eben wünschen, dass viel mehr auch im Bereich Finanzen diesen Aha-Moment erleben können. Und wie gesagt, die Finanzinnovation Next Markets kann den eben anbieten, weil hier sehr häufig ein Perspektivwechsel auch für den privaten Trader und Investor stattfindet. Ja, 2 Strategien haben wir besprochen. 3 Strategien liegen noch vor uns. Eine Strategie, die ich selber sehr gern trade, die ich auch bei Next Markets als Coach entsprechend und Ausbilder umgesetzt habe, ist die sogenannte Strategie heiße Hexen. Heiße Hexen, bitte nicht googeln. Wie gesagt, ihr findet das auch auf meiner Website, aber heiße Hexen googeln, da kommt ein bisschen was Komisches raus. Das ist aber eine ganz simple und einfache Strategie, die auch völlig jugendfrei ist. Die Grundidee ist, ihr macht 4 Trades. Also ihr macht einfach nur 4 Transaktionen im Jahr. Wie gesagt, auf meiner Webseite könnt ihr das auch nachlesen. Ihr macht 4 Transaktionen im Jahr und ihr geht jeweils 4 Tage vor dem großen Verfall Aktien long. Also 4 Transaktionen im Jahr, ihr seid 4 Tage vor dem großen Verfall in Aktien long. März, Juni, September, Dezember. Jeweils der dritte Freitag im Monat ist der große Verfall. Und an diesen Zeitpunkten geht ihr entsprechend hier den amerikanischen oder auch den deutschen Aktienmarkt einfach long. Und ihr seht, hättet ihr das gemacht, in den letzten 12 Jahren hättet ihr insgesamt 63 Trades gemacht und ihr hättet eine Trefferquote von sehr guten 70%. Und das richtig Tolle an dieser Strategie, an dieser Idee ist, ihr habt nicht nur diese wunderbare Trefferquote, sondern ihr habt hier auch einen Profit-Faktor, das seht ihr hier, von 3,55. Profit-Faktor bedeutet, wenn ihr 1 Euro einsetzt, habt ihr im Erwartungswert 3,55 Euro gewonnen. Und ihr seht auch diese Strategie, Aktien long, 16 Tage im Jahr investiert, hat in der Zeit zu Lehman Brothers, also hier in der Finanzmarktkrise 2007, 2008, tatsächlich Gewinne gemacht. Und die Strategie müsst ihr mir erstmal zeigen, die es geschafft hat. Wenn die Aktien deutlich gefallen sind, hier ist es am S&P, aber auch im DAX, über 50% damals der DAX gefallen, so eine Strategie mit 16 Tagen im Jahr investiert, die tatsächlich hier hochgegangen ist. Oder auch 2015 im September, das war die Zeit nach der Asienkrise, der kleinen Asienkrise, hat die Strategie tatsächlich performt. Man kann die Strategie noch optimieren. Und wie gesagt, wenn ihr euch bei Next Markets völlig kostenlos im Demo anmeldet, zeige ich euch auch, wie das geht. Ich werde da regelmäßig meine Trades auch kommentieren. Wichtig ist nur, dass ihr versteht, ich habe einen regelbasierten Anlageprozess. Ich werde also niemals 4 Tage vor dem großen Verfall
Aktien short sein. Ich werde 4 Tage vor dem großen Verfall in meinem Trading privat, aber auch in meinem Trading bei Next Markets, genau wie damals für meine Fonds, immer wieder das Gleiche tun, weil es für mich funktioniert, weil ich eben verstehe, dass Finanzprofis vor dem großen Verfall Aktien immer long sind. Warum ist das so? Ich will es nicht zu weit ausholen. Wie gesagt, ihr findet die Strategie auf meiner Webseite www.andre-starke.de erklärt. Und ihr seht es regelmäßig unter Next Markets auch von mir beschrieben. Die Grundidee ist einfach, wenn ihr vor dem großen Verfall Aktien im Depot habt, und das habt ihr als Fondsmanager immer, habt ihr in der Regel auch Call-Optionen dagegen geschrieben. Das ist das sogenannte Covered Call Whiting. Wer sich mit Optionen noch nicht auskennt, kein Problem. Die Grundidee ist einfach, der Optionsmarkt ist vor dem großen Verfall besonders nervös. Warum? Weil zum großen Verfall, zum sogenannten Hexensabbat, da kommt auch der Name heiße Hexen her, ist es einfach so, dass die Optionen auf Indizes, die Optionen auf Aktien und natürlich auch die Futures auf Indizes verfallen. Also maximal viel Umsatz von dem September-Kontrakt jetzt auf den Dezember-Kontrakt gerollt werden muss, aber auch maximal viele Optionen verfallen. Und dadurch eben der Optionsmarkt hier sehr stark den Aktienmarkt, also das Underlying, zieht. Einfach dadurch, dass sehr viel Hedging-Interesse entsteht, dass man sich absichern muss, weil eben hier diese Optionen natürlich dann zum Ende des Verfalls sehr schnell ins Geld laufen, weil entsprechend dann sehr, sehr schnell das Delta hochgeht. Und wie gesagt, wenn diese Begriffe zu schnell und zu viel sind, keine Sorge, wenn ihr bei Next Markets euch anmeldet, wenn ihr da am Demo aktiv seid, könnt ihr diese Trades immer wieder von mir verfolgen. Und wenn ihr immer wieder das Gleiche an der Börse macht, immer wieder dafür auch ein Gefühl bekommt, dann seht ihr, das wird in der Summe funktionieren. Und ganz wichtig ist natürlich, das klappt nicht immer, aber da kommt noch eine Frage rein. Genau, Herr Stagge, eine Frage. Was passiert jetzt am Verfallstag? Und wann sollte man jetzt bei dem Szenario aussteigen? Das ist uns allen noch nicht ganz klar. Perfekt, super Frage, vielen Dank, hatte ich vergessen zu erklären. Grundidee ist, am Montagabend um 20 Uhr einzusteigen, so ist es auch in diesem Backtest berechnet. Wie gesagt, das ist ja nur eine Analyse, das kann man natürlich mit vielen Mitteln, zum Beispiel aus der charttechnischen Analyse oder aus dem Sentiment auch noch weiter verbessern. Und genau das mache ich ja auch regelmäßig bei Next Markets. Und bis zum Freitag um 20 Uhr halten, also Montagabend 20 Uhr bis Freitagabend 20 Uhr. Spannend zu wissen ist auch, der Verfall ist natürlich global, also an allen Aktienmärkten verfallen die Futures, egal ob es jetzt in Asien, in Europa oder auch in den USA ist, zu unterschiedlichen Zeiten, also 12, 13, 17 Uhr. Und in der Regel ist es völlig okay, über den Verfall hin auch die Position zu halten. Wenn ihr das mit CFDs bei Next Markets einfach und transparent umsetzt, könnt ihr da natürlich auch ohne Rollgebühren das machen. Wenn ihr das im Future handelt, so wie ich das für die Fonds damals gemacht habe, dann müsst ihr auf die Rolle achten. Aber wie gesagt, von Montagabend 20 Uhr bis Freitagabend 20 Uhr, dann seid ihr mit dieser Strategie wunderbar dabei. Und ihr seht auch, es hat die letzten Jahre sehr gut funktioniert. Aber auch hier natürlich ein Wort der Warnung, es sei denn, da gibt es noch eine Rückfrage. Ja, eine Rückfrage haben wir noch. Und zwar, gilt das jetzt für alle Hebelprodukte oder können Sie da noch ein bisschen spezifischer werden? Für die einzelne Umsetzung würde ich die Frage kurz zurückstellen, weil da werde ich gleich sagen, wie man das optimal umsetzen kann. Im Zweifel geht es für alle Aktienindizes, also egal, ob es jetzt der Nikkei ist, der S&P oder auch die Nasdaq oder der DAX, der Eurostoxx. Ich habe es mir für alle Märkte angeguckt. Das ist generell bei allen Dingen, die ich euch heute vorstelle. Ich habe es für ganz viele Märkte getestet und es funktioniert überall. Wie man es optimal umsetzt, da sage ich gleich noch was zu. Aber trotzdem noch das Wort der Warnung. Sieht natürlich im Backtest immer super aus. Die Idee ist natürlich auch funktional und verständlich. Nichtsdestotrotz, es ist nicht wie beim Zahnarzt. Also wenn ihr zu eurem Zahnarzt geht und euch da 100-mal eine Krone machen lasst, okay, ist ein doofes Beispiel. Ich hoffe, keiner von euch hat 100 Kronen. Aber wenn der Zahnarzt für seine Klienten, für seine Kunden 100 Kronen macht, dann geht man ja davon aus, dass er das 100-mal gut und richtig macht und da entsprechend dann auch 100-mal recht hat. Wenn ihr Fonds managt, wenn ihr im eigenen Trading und Investment seid, wenn ihr da eine Trefferquote hier von 70% habt, bei einem Profitfaktor von 3,55, das heißt ja auch, ihr liegt in 30% der Fällen falsch, dann legt ihr schon sehr, sehr gut euer Geld an und dann schlagt ihr auch die meisten Fondsmanager da draußen, die natürlich mit sehr, sehr hohen Kosten auch belastet sind und die eben diese Strategien vielleicht auch gar nicht kennen. So, dann zeige ich euch das nochmal kurz. Wie hat das jetzt funktioniert? Hier seht ihr eben bei Next Markets den S&P 500 und ich zeige euch jetzt einfach nochmal die letzten 7 Tage. Und zeigt ihr mir die 7 Tage an. Also ich zeige euch hier nochmal die Zeit. Hier war entsprechend der Verfall. Also hier seht ihr sehr schön, das war der Montag, das ist hochgegangen, der Dienstag. Genau, das war hier
Der Montag, also hier wurde noch nicht investiert, also beziehungsweise am Montagabend, ihr seid also hier eingestiegen in den Markt. Hier gab es sogar noch mal ein tieferes Tief. Hier hätte halt klassisch dann auch der Techniker vielleicht sogar verkauft. Aber ihr seht es am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag ist es hochgegangen. Und auch im DAX seht ihr das genauso. Wenn ihr den DAX euch hier anguckt, das war entsprechend der Montag hier Dienstag hoch, Mittwoch hoch, Donnerstag hoch, Freitag hoch. Hier war der Verfall, danach ging es runter, heute ging es wieder hoch. Und wie könnt ihr das umsetzen? Wie gesagt, wenn ihr bei Next Market seid, könnt ihr hier ganz einfach einen Trade im Demo mal umsetzen. Ich mache es jetzt mal ohne Stop-Loss und alles. Und ihr seht sofort, dieser Trade ist dann live. So einfach ist es, so einfach könnt ihr euer Trading hier mit Next Markets gestalten. Und was noch viel besser ist, wenn ihr es eben nicht komplett alleine machen wollt, sondern wenn ihr eben hier auch ein Stück weit Hilfe haben wollt, wenn ihr eben regelmäßig zum Beispiel auch meine Handelsstrategien sehen wollt, dann zeige ich euch auch gleich, wie ihr euch das anschauen könnt. Vorher zeige ich euch noch kurz die letzten beiden Strategien, die ich euch mitgebracht habe. Und dann gehe ich noch mal ein bisschen mehr auf die Seite und die Vorteile ein. Also heiße Hexen, Haken dran, gute Strategie. Geht bitte 4 Tage vor dem großen Verfall nicht die Aktienmärkte short, sondern seid vielleicht long oder neutral. Und wenn ihr mich bei Next Markets abonniert, werdet ihr sehen, ich werde in dieser Zeit auch immer nur long oder neutral im Aktienmarkt sein. Dann noch die Ja, Herr Stage, Strategie. darf ich da noch einmal kurz unterbrechen, wenn Sie diese Strategie jetzt abschließen wollen? Denn eine Frage habe ich noch, die sehr gut passt zu der Folie, die Sie gerade eingeblendet haben. Und Sehr zwar gerne. lautet die Frage lautet, eignet sich die Strategie in jedem Markt oder in allen Marktphasen? Oder wie sieht es denn mit seitwärts tendierenden Märkten aus? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie gesagt, die Ideen, die ich hier vorstelle, sind ja Analysen und natürlich kann man diese Analysen auch noch verbessern. Also wenn derjenige, der die Frage gestellt hat, vielleicht noch einen technischen Indikator hat, wo er Trends und Seitwärtsphasen filtern kann, macht es natürlich mehr Sinn, auch in Trendphasen hier entsprechend zu investieren. Oder wenn ich zum Beispiel sehe, am Dienstagabend läuft der Markt schon hoch, dann ist es in der Regel so, dass er auch ein Trendverhalten hat. Einfach umso höher die Märkte laufen, umso mehr müssen sich eben hier die Hedger, die mit Call-Optionen short sind, auch entsprechend eindecken, müssen also eine Trendbewegung am Markt auch entsprechend auslösen. Also es macht Sinn, diese Strategie nicht nur blind umzusetzen, also nicht nur diese 16 Tage viermal im Jahr im S&P 500 oder auch im DAX Long zu sein, sondern das durchaus auch noch mit seinem eigenen Trading zu kombinieren oder eben sich andere Ideen anzugucken, wie sie eben bei Next Markets regelmäßig vorgestellt werden, wo man dann eben auch sein eigenes Trading vielleicht noch ein Stück mit den Ideen der anderen Coaches und Trainer noch kombinieren kann. Aber das ist auch wieder eine Sache, da sollte man ins Tun kommen. Ein Webinar ist immer ein toller Impuls. Ich weiß, so eine Folie, die sieht ganz harmlos aus. Aber wenn man da mal 100 F-DAXe oder auch 500 S&P Mini-Futures gehandelt hat in seinen Fonds mit diesen Strategien, da auch die Emotionen mal erlebt hat, dann weiß man eben auch, wie wichtig das ist, immer wieder das Gleiche zu tun, um diese Erfahrung zu sammeln und eben hier auch entsprechend von diesen Strategien partizipieren zu können. Zwei weitere Strategien, der Zinshamster und der Friday Gold Rush, eine Strategie auf dem Zinsmarkt und eine Strategie im Goldmarkt, sind relativ einfach. Die Grundidee ist, wenn es am Wochenende kracht, also wenn zum Beispiel ein Flieger irgendwo rein donnert oder wenn einer auf den falschen roten Knopf drückt, dann ist es ja einfach so, was wird mit den Aktienmärkten am Montagmorgen passieren? Auch wieder eine blöde und rhetorische Frage. Natürlich werden die deutlich tiefer stehen. Und wenn die Aktienmärkte deutlich fallen, dann steht natürlich auch kein Stop-Loss mehr irgendwo zu Buche, mit dem man sich absichern kann, sondern hilft nur eins, Rentenmärkte long oder den Goldpreis long. Und genau darauf setzen diese beiden Strategien, hier auch wieder im Backtest dargestellt, über die letzten 12 Jahre. Die Grundidee vom Zinshamster ist, ich kaufe jeden Freitag und jeden Montag den Bund Future. Also ich bin am Freitag und am Montag im Bund Future, also im Rentenmarkt, entsprechend long investiert. Das funktioniert natürlich gerade in Phasen, wo die Aktienmärkte auch fallen, als Hedge sehr gut. Oder hier auch, wo das Thema Griechenland-Krise wieder gespielt wurde und die EZB die Zinsen so massiv auf den negativen Bereich gesenkt hat, funktionieren solche Strategien als Portfolio-Hedge sehr gut. Also gerade wenn ihr ein Portfolio aus Aktien habt, lohnt es sich, solche Strategien zum Beispiel über CFDs zu sehr günstigen Konditionen bei Next Markets auch mit umzusetzen, um da einfach entsprechend ein Hedging zu haben. Warum klappt das jetzt, wenn ich am Freitag und am Montag im Rentenmarkt entsprechend long bin? Wie gesagt, wenn es am Wochenende ein schlechtes Event gibt, wenn es also hier entsprechend Probleme gibt, dann ist es einfach so, dass das für jeden Portfolio-Manager ein Hedge ist, also eine Versicherung, und man sich hier entsprechend dann absichern kann. Im Gold genau das Gleiche. Hier seht ihr, was passiert wäre, wenn ihr jeden Freitag Gold besitzt. Ihr kauft also am Abend, am Donnerstagabend um 22 Uhr den Goldmarkt über CFDs zum Beispiel
und ihr haltet diese Goldposition bis Freitagabend. Aufgrund der günstigen Transaktionskosten kann man das ja relativ einfach machen. Ihr seht, ja, diese Strategie hat auch Drawdowns, also Rücksetzer. Aber die Grundidee ist, in den letzten 12 Jahren habt ihr mit dieser Strategie super gewonnen. Ihr habt eine Trefferquote von 58%. Ihr habt natürlich auch einige Trades gemacht. Und da auch wieder die sehr gute Frage. Natürlich kann man hier Trades auslassen. Natürlich kann man sein Trading noch optimieren. Wie gesagt, bei Next Markets probiere ich das ja auch. Ich probiere nicht jeden Freitag stumpf, beziehungsweise jeden Donnerstag um 22 Uhr stumpf Gold zu kaufen und dann Freitag zu halten, sondern ich probiere diese Positionen, wenn sie laufen, auch mal länger laufen zu lassen, wenn die Saisonalität gut ist, auch länger in diesen Trades drin zu bleiben. Oder wenn zum Beispiel der Dollar auch besonders schwach ist, weil eben diese Strategie Euro Boost, die ich euch vorhin vorgestellt habe, auch Long Euro Short Dollar ist, einfach diese Trades länger zu halten. Aber die Grundidee, am Freitag Gold zu kaufen, und das seht ihr hier sehr schön, das funktioniert wunderbar. Also zwei einfache Ideen, Rentenmärkte am Freitag kaufen und den Goldmarkt am Freitag kaufen. Und dann seht ihr schon, da habt ihr echt tolle Ergebnisse mit. Da habt ihr wunderbare statistische Vorteile, die man eben super in seinem eigenen Trading und Investment nutzen kann, die ich lange für meine Fonds genutzt habe, die ich jetzt natürlich auch für mein privates Trading nutze und die ich euch immer wieder bei Next Markets vorstelle. Damit möchte ich jetzt zum Live-Chart-Teil kommen und wenn Fragen sind, wie gesagt, sehr, sehr gern. Aber ich lade euch ein, wenn ihr euch jetzt schon auf der Demo angemeldet habt, dann könnt ihr euch das direkt anschauen. Wenn nicht, macht das bitte, weil dann habt ihr am einfachsten und am schnellsten die Möglichkeit, hier euch das mal anzugucken. Das ist jetzt, wie gesagt, die Demo von Next Markets, völlig kostenlos für euch. Ihr könnt hier einzelne Positionen machen. Ihr seht hier unglaublich viele Aktienmärkte, die ihr habt. Ihr seht hier unglaublich viel, was ihr traden könnt, zum Beispiel auch Bitcoin. Und ihr seht jetzt hier was unglaublich Spannendes, Coaches. Das ist der Bereich, wo ihr 14 Coaches seht. Alles Finanzexperten, alles Leute, die weit über 10 Jahre Finanzerfahrung haben und die hier für euch völlig kostenlos und 100% transparent ihre Ideen teilen. Ihr seht das hier, das sind die Marktanalysen der einzelnen Coaches. Und dann seht ihr zum Beispiel hier vom Kollegen Sebastian Steyer, welche Trading-Ideen ihr auf einzelne Aktien gemacht habt. Ihr könnt euch hier die Texte angucken, könnt dann entsprechend sagen, ja, wenn euch diese Idee gefällt, könnt ihr der Analyse relativ leicht folgen. Wenn der Basismarkt hier nicht gerade geschlossen ist, und wir haben jetzt schon abends, da ist entsprechend hier der DAX auch schon zu. Aber wenn ihr zum Beispiel aber auch mich verfolgen möchtet, wenn ihr sehen möchtet, wie ich meine Dinge trade, dann seht ihr, ich habe momentan eine Short-Position bei Facebook, auf die ich lauere und die ich noch nicht bekommen habe, die aber vielleicht auf die nächsten Tage schon ausgeführt wird. Ihr seht meinen Chart, wie ich den Chart zeichne. Ihr seht aber auch meine Erklärung hier links am Rand, wie ich eben diesen Trade begründe. Und da seht ihr sehr viel Insider-Wissen, was ich auch mit euch teile. Also Insider im Sinne von nicht, dass ich es besser weiß als der Kapitalmarkt. Das wäre natürlich Quatsch, weil die Märkte ja effizient sind und ich auch keinen besseren Zugang zu den Märkten habe. Aber ich habe einfach ein Stück weit mehr Erfahrung und habe vielleicht hier auch nochmal einen anderen Blick auf die Märkte, den ich halt regelmäßig mit reinbringe. Oder ihr seht, ich habe momentan eine Idee im Bitcoin laufen. Unglaublich spannender Markt. Hier seht ihr auch meine Analyse. Habe mir den Markt sehr, sehr genau angeguckt. Hier gab es eine charttechnische Formation, da ist der Bitcoin ausgebrochen und das nächste größere Level wäre hier bei 6.700. Und wenn ihr sagt, ja, Bitcoin finde ich spannend, in Bitcoin möchte ich einfach investieren, dann könnt ihr hier sagen, ja, ich will dieser Analyse folgen, könnt dann hier die Stückzahl bestimmen, könnt natürlich auch selber einen Stop-Loss und einen Take-Profit festsetzen. Wenn ihr mir folgt, habt ihr hier entsprechend meine Kondition umgesetzt. Oder ihr sagt zum Beispiel, momentan habe ich einen Trade, und da seht ihr schon, der ist nicht so gut gelaufen. Der ist short, weil nach der Fed bzw. nach dem großen Verfall ist es häufig so, dass die Märkte auch fallen. Das hat ab Montag sehr gut funktioniert. Ich habe den Trade leider nicht am Montag schon aufgemacht, sondern erst gestern mit der Fed. Bin unter dieser Linie hier reingegangen. Aber ihr seht, das ist eben auch völlig transparent und ehrlich. Hier kann man nichts schön, nichts verstecken, sondern hier ist jeder Trade 1:1 zu sehen, mit jeder Begründung, mit jedem Stop-Loss. Und wenn ihr sagt, naja, ich finde diesen Trade nach wie vor spannend, ich finde diese Begründung interessant, die der André mir hier geboten hat, dann könnt ihr auch hier sagen, ich gehe den Trade ein und schon schwupps seid ihr auch mit mir in dieser Position. Und ihr könnt dann sehen, bei meinem Trading könnt ihr dann auch sehen, hey, jetzt habt ihr hier die Position gemacht. Ihr könnt aber unten auch beobachten, das sind jetzt eure Positionen, die ihr quasi selbstständig gemacht habt. Die könnt ihr natürlich jederzeit auch anpassen, zum Beispiel mit einem Stop-Loss oder einem Take-Profit, was euch dann wunderbar im Chart auch angezeigt wird. Oder ihr könnt auch sehen, Mensch, jetzt habe ich hier die beiden Ideen vom André umgesetzt. Ihr seht auch, welche Marken ich habe. Ihr seht auf eurem Handy per SMS, per Pop-up dann entsprechend auch, wenn ein Trade geändert wird und. Und das ist für mich eine absolute Innovation.
Das ist völlige Transparenz. Ihr könnt hier also sehen, wie ein gestandener Fondsmanager in verschiedenen Märkten tradet. Ihr könnt ihm eins zu eins folgen. Ihr könnt anderen Finanzprofis für verschiedene Instrumente wie Aktien, wie Kryptos, wie Währungen folgen. Und damit habt ihr eben eine ganze Menge Potenzial. Ihr habt eine ganze Menge Know-how, was sich hier versammelt hat von ganz unterschiedlichen Coaches mit ganz, ganz unterschiedlichen Ansätzen. Zum Beispiel jetzt hier Gold, eine Long-Position mit einem Chart, mit einer wunderbaren Erklärung. Wie gesagt, jetzt auch eine Position, die hinten ist, aber ihr seht es auch, die meisten Trades von den Kollegen sind auch im Plus. Zum Beispiel hier auch ein schöner Trade in Bitcoin. Aber es ist völlig ehrlich, völlig transparent und ihr müsst auch nicht blind folgen, sondern ihr könnt jederzeit eben auch die Position dann schließen, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich habe diese Goldposition mitgemacht, aber ich finde diese Goldposition vom Sven dann doch nicht mehr so spannend. Könnt ihr einfach auch unter Position entsprechend dann den Trade zumachen, geht also unter mein Trading und könnt dann auch sagen, ja Mensch, hier, die Idee finde ich doch nicht mehr so gut, ich möchte jetzt einfach schließen. Zack, peng, habt ihr den Trade auch geschlossen. Und das ist einfach eine tolle Sache. Völlig kostenlos, völlig transparent. Könnt ihr euch das alles angucken. Wie gesagt, viele, viele gute Trading-Strategien seht ihr. Ihr seht, wie einfach die Anmeldung ist. Und ich würde mich freuen, wenn sich viele eben einfach hier mal für die Demo anmelden. Wie gesagt, es ist super einfach. Ihr geht einfach auf Jetzt starten und dann gebt ihr kurz eure E-Mail an und dann könnt ihr eben hier sehr vielen guten, ausgebildeten Leuten folgen. Könnt dann eben ihre Position auch entsprechend mitnehmen. Und das Zweite, was ich für euch habe, was auch super spannend ist, und das ist so ein bisschen auch der Teaser, wenn ihr sagt, Mensch, ja, ich finde das spannend, mal mit Finanzprofis zusammenzuarbeiten. Und ich stelle euch den Link hier auch nochmal in den Chat mit rein. Ich finde es interessant, auch mal von Profis zu hören. Und ich finde es vielleicht auch mal spannend, das nicht nur in Deutschland zu tun, sondern auch vielleicht mal eine kleine Reise zu unternehmen. Next Markets, wie gesagt, super innovativ, unglaublich gutes Team. Ich habe die Kollegen alle mehrfach in Köln getroffen. Das ist für mich eine absolute Finanzrevolution. Also jeder, der von euch Fonds hat, der weiß, da fallen Ausgabeaufschläge an. Da gibt es eben Verwaltungsgebühren im Bereich von 1,5 bis 2%. Und hier könnt ihr völlig transparent, völlig kostengünstig Trades umsetzen, die ich eben so eins zu eins damals auch für meine Fonds gemacht habe. Und ihr könnt vor allen Dingen auch euch mit den Trainern und Coaches austauschen. Zum Beispiel hier bei der Next Markets Trading School auf Malta. Ihr habt 8 Coaches vor Ort. Ihr habt verschiedene Börsenexperten, die zu ganz verschiedenen Themen mit euch sprechen. Es gibt verschiedene Workshops. Es gibt Seminare, es gibt wirklich ganz viel Programm, es gibt ein Live-Trading und das alles nicht irgendwo, sondern auf Malta, wirklich in einer absolut exklusiven Location. Ihr seht das hier, der Pool, die Seminarräume, alles vom Feinsten und alles ist in diesem Ticketpreis mit inbegriffen von 999 Euro. Das Einzige, was ihr noch zahlen müsst, sind der Flug. Aber ihr habt die 3 Übernachtungen, ihr habt Kost und Logis, wir haben verschiedene Abendsevents, die wir zusammen machen und all das könnt ihr euch eben in Ruhe hier anschauen. Ihr könnt eben von verschiedenen Coaches lernen. Ihr seht ja alle Kollegen, die mit dabei sind. Alles, wie gesagt, sehr finanzerfahrene Profis. Wir haben Psychologen mit dabei, die in verschiedenen Investmentbanken gearbeitet haben. Der Manuel ist dabei, der Gründer von Next Markets, der die Idee auch nochmal bespricht. Und wie gesagt, ich habe mich ja eben auch deswegen selbstständig gemacht 2018, weil ich Finanzbildung vorantreiben möchte. Das tue ich in vielen Börsenvereinen. Das tue ich über meine Webseite. Das tue ich bei ganz vielen Vorträgen. Und ich tue es eben hier auch bei Next Markets. Natürlich ist nicht jeder Trade von mir ein Profit, aber ich bin mir sicher, die Ideen, die ich langfristig präsentiere, folgen zumindest statistischen Anomalien, folgen eben dem statistischen Vorteil und sind damit eben gut geeignet, um Tradern auch Ideen an die Hand zu geben, wie sie profitabel werden. Und ihr seht hier die Agenda nochmal. Wie gesagt, ich will euch auch nicht alles vorlesen, sondern ich will euch die Möglichkeit gleich noch geben, Fragen zu stellen. Aber ihr seht eben die Möglichkeit der Vorträge, ihr seht das Live-Trading. Und ich habe auch ein kleines YouTube-Video dazu produziert, wenn ihr da mal reinschauen möchtet. Gerne parallel oder auch gerne am Ende vom Webinar könnt ihr da euch entsprechend anmelden. Ihr seht dann hier auch den Link nochmal. Und weil ihr mir jetzt so schön und fleißig zugehört habt, gebe ich euch auch noch ein kleines Geschenk. Also wenn ihr sagt, hey, 4 Tage auf Malta, 3 Übernachtungen, am besten Hotel, was es entsprechend hier in Malta gibt, das ist interessant. Ich möchte ein Präsenzseminar wirklich auch mal mit einem Erlebnis verbinden. Ich möchte mich ausbilden. Vielleicht habt ihr ja Lust, auch ein paar Tage länger da zu bleiben. So mache ich es auch. Dann könnt ihr hier entsprechend das buchen. Dann könnt ihr Next Markets Trading School auf Malta buchen. Und noch ein kleiner Trick, wenn ihr euch das Ticket hier sichern wollt, für 999 Euro, könnt ihr das entweder ganz normal machen oder ihr seid clever und ihr gebt hier den Webcode ein. Und der Webcode ist Webinar. Webinar, so Webinar, in dem wir gerade sind. Und dann seht ihr schon, ihr könnt hier entsprechend für 900 Euro oder für 899,10 mit Finanzen sind wir ja immer genau, könnt ihr entsprechend dann hier buchen und eben ein wunderbares Event, 4 Tage auf Malta,
drei Tage lernen, aber auch eine Menge erleben. Wie gesagt, für 899 Euro. Das ist ein absoluter Schnäppchenpreis. Und ich bin mir sicher, den ein oder anderen von euch, den werde ich auf Malta auch begrüßen dürfen. Ich freue mich schon sehr. Und da wird es dann eben auch sehr viel Know-how geben. Und da wird eben sehr viel auch über das Thema Trading und Börse gesprochen. Da werde ich natürlich auch die ein oder andere Strategie vorstellen. Es wird wieder ein Freitag sein. Das heißt, ich werde den Rentenmarkt long handeln. So werde ich das auch machen. Und wenn ihr mich bei Next Markets abonniert, werdet ihr auch sehen, dass ich wahrscheinlich innerhalb der nächsten 24 Stunden hier wieder einen Rententrade auch auf der Long-Seite eingehe. Ich werde wahrscheinlich Gold wieder long traden. Und wir haben dann noch ein Monatsultimo, also Monatswechsel. Da werde ich entsprechend dann auch wahrscheinlich die Aktienmärkte long sein mit einer Strategie, die auch sehr gut funktioniert, weil ich als Fondsmanager einfach weiß, dass um den Monatswechsel sehr viele Sparpläne anfallen, also sehr viel Geld einfach aus ratierlichem Sparen kommt. Bedeutet also, um den Monatswechsel fließt das Geld in die Fonds rein. Und es ist natürlich klar, wenn das Geld in die Fonds reinfließt, muss das Geld angelegt werden. Mehr Nachfrage nach Aktien bedeutet, dass die Aktienkurse dann steigen. Und davon kann man eben ganz einfach profitieren, wenn man eben über den Monatswechsel long ist. Und da werde ich eben auch im Live-Trading genau diese Ideen mit euch besprechen und genau diese Trades auch umsetzen. Und damit bin ich optimal in der Zeit und würde mich super freuen, wenn ihr noch Fragen habt zu der Strategie, zur Plattform. Wie gesagt, Next Markets für mich ein absolut tolles Tool, um sich mit Profis zu connecten, um eben wirklich die Ideen von finanzaffinen Leuten zu bekommen, mit Währung, mit Trading, aber auch mit Investment, wirklich geniale Ideen auf der Aktienseite, aber auch mit Kryptos, alles zu unglaublich guten Konditionen. Und wie gesagt, ich unterstütze das aus vollem Herzen, weil ich eben hier den Auftrag der Finanzbildung sehe, weil ich eben nicht will, dass wir am Ende wie Olaf Scholz sagen, naja, um unser Geld kümmern wir uns kaum, sondern ich will, dass wir unser Geld vermehren, dass wir eben nicht nur hart für das Geld arbeiten, sondern das Geld auch für uns arbeiten lassen im Trading, im Investment. Und da ist es eben gut von Profis zu lernen, um nicht so zu enden wie die privaten Trader aus Frankreich oder auch die Asiaten, sondern immer wieder die richtigen Ideen zu bekommen. Und ihr werdet dann merken, am Ende werdet ihr wahrscheinlich eigene Ideen entwickeln und sogar vielleicht mein Trading noch weiter verbessern. Ihr werdet vielleicht selber auch ein Gespür dafür entwickeln und ihr werdet vor allen Dingen auch sehen, wie viel Spaß das macht. Ihr habt ja gerade gesehen, wie leicht es ist, diesen Ideen zu folgen und wie toll das auch sein kann, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, wie viel Spaß das machen kann, wenn man dann mal Aktiengewinne von 20, 30% vielleicht hat. Oder wenn man auch mal eine Trading-Position hat und einfach merkt, Mensch, da kommen jetzt Geschäftszahlen von Apple und vielleicht seid ihr ja ein großer iPhone-Fan und freut euch dann eben nicht nur, dass das iPhone immer teurer wird, sondern ihr freut euch eben auch, dass eure Aktien dann steigen. Und deswegen lade ich euch ein, schaut euch diese Plattform mal an und schaut euch vielleicht auch das Event auf Malta mal an. Und vielleicht sehen wir uns da schon vor Ort und vielleicht kann ich auch ein Stück meiner Finanzbegeisterung dann noch an euch weitergeben. Und damit lade ich euch ein, wenn ihr Fragen habt, ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, die Fragen auch zu stellen. Und im Nachgang zur Plattform, ihr kriegt dann natürlich auch den Hinweis noch für Next Markets. Da könnt ihr euch dann auch anmelden, da könnt ihr dann Fragen stellen. Und wie gesagt, mich erreicht ihr natürlich auch über meine Webseite oder natürlich auch gerne auf Malta dann. Da haben wir 4 Tage zusammen, wo wir alles zum Thema Finanzen besprechen können. Ja, Herr Starre, dann übernehme ich doch direkt das Wort. Ich würde gerne noch auf Ihrer Präsentation bleiben, denn wir haben spezifische Fragen erhalten. Würden Sie bitte noch einmal Ihre erste Strategie aufrufen? Genau. Und zwar interessiert unsere Teilnehmer, woher Sie jetzt die Daten für diese Strategie haben. So eine sehr organisatorische Frage, dennoch vielleicht der Vollständigkeit halber, wenn Sie das uns verraten wollen. Ja, wie gesagt, Transparenz ist mir sehr wichtig und die Daten habe ich von der Webseite www.oanda.com. Die sind ein Stück weit versteckt. Wie gesagt, wer es nicht gleich findet, kann mir gerne an info@andre-stagge eine kurze E-Mail schreiben und dann schicke ich den Leuten das zu. Bei Next Markets werde ich immer wieder auf diese Strategie mit eingehen und auf der Webseite Oanda sind diese Daten verfügbar. Die Historie sieht man natürlich nicht, weil diese Webseite auch ein CFD-Anbieter ist. Wie gesagt, 13.000 Live-Konten, gerade im asiatischen Raum, wo sehr viel gezockt wird. Natürlich wollen die das nicht zu transparent auf die Seite stellen, sondern natürlich wollen sie da auch ein bisschen die Daten versteckt halten. Ich habe die Daten händisch gesammelt über die letzten 4 Jahre, um eben diesen Backtest für mich selber zu machen. Und ich habe einfach diese Daten auch viele, viele Jahre für mich im Trading, im Investment benutzt. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit. Wie gesagt, Oanda, historische Position. Und wenn man es nicht findet, gerne eine kurze E-Mail an info@andre-stagge.de. Super, vielen Dank. Können Sie dann noch einmal auf Ihre Gold Rush-Strategie wechseln? Sehr gern. Hier haben wir zwei spezifische Fragen. Die erste Frage lautet: Können Sie denn für den Freitag sagen,
wann es sich besonders lohnt einzusteigen? Also gibt es da eine Uhrzeit, die Sie bevorzugen, oder macht das jetzt so pauschal gar keinen Sinn, das so festzulegen? Also früher war es so, dass 16 Uhr sich als Einstieg sehr gut geeignet hat. Das lag aber daran, dass das Goldfixing in London sehr lange manipuliert wurde und als es dann aufgedeckt wurde, hat sich das ein bisschen verzogen. Wie gesagt, die Grundidee ist natürlich, das ist ja eine sehr einfache Analyse. Also nur am Freitag Gold long gehen. Ich sag mal, das ist ja jetzt nicht wirklich schwierig, sondern das kann man auch noch deutlich verbessern, wenn man sich Saisonalität anguckt, wenn man sich Sentiment anguckt, wenn man eben dann tatsächlich auch auf den Chart guckt. Und wer Interesse daran hat, hier noch weitere Verbesserungen zu erfahren, der kann sich einfach bei Next Markets kostenlos anmelden oder gerne dann auch im Live-Konto und kann eben meinen Ideen da folgen und sieht dann eben auch, wann und wie ich Gold long trade. Und wahrscheinlich werde ich den nächsten Gold Rush, also heute Abend wäre es ja wieder soweit, heute Abend könnte man wieder Gold kaufen, aber wahrscheinlich werde ich den nächsten Gold Rush aussetzen, weil eben momentan auch diese erste Strategie, die ich gezeigt habe, beziehungsweise diese zweite Strategie vom Euro bust, oder beziehungsweise ich habe den Euro Boost gezeigt, aber die andere Strategie, die ich heute nicht dabei habe, der Euro bust, zeigt uns eben auch an, dass nach der Fed der Dollar eher fester geht. Wenn der Dollar fest geht, dann möchte ich Gold ja auch unbedingt nicht haben, weil Gold wird ja auch gegen den Dollar gehandelt. Dann hätte ich entweder Gold gegen Euro oder ich verzichte dann eben darauf, diese Strategie umzusetzen. Und deswegen werde ich wahrscheinlich den Gold Rush jetzt aussetzen, also gar nicht morgen handeln. Aber wahrscheinlich werde ich wieder den Zinshamster handeln. Der hat die letzten Male nicht so gut funktioniert, einfach weil das Aktienumfeld sehr positiv war. Wie gesagt, ich bin ja momentan auch in meinen Strategien bei Next Markets Aktien short. Ab dann trägt der temporär erstmal noch im Loss ist. Halte den aber natürlich auch bis zum Stop-Loss durch, würde dann aber wahrscheinlich morgen den Zinshamster umsetzen, wäre das dann aber auch noch ein Stück weit time, was natürlich gut passen würde, wäre zum Beispiel die Aktienmärkte fallen, weil dann ist es in der Regel so, dass der Rentenmarkt am langen Ende auch reagiert und das hier durchaus ein guter Trade auch werden kann oder vielleicht auch in der Asset Allocation mir den Yen Long anzugucken, weil wenn die Rentenmärkte steigen, steigt in der Regel auch der Yen an. Aber das sind so Dinge, wie gesagt, das kann man hier in 5 Minuten nicht besprechen, sondern dafür ist Next Markets gemacht. Einfach abonnieren, einfach mal reinschalten und dann eben immer wieder sehen. Ich mache immer wieder das Gleiche, aber natürlich auch immer ein bisschen anders. Ich werde nicht jeden Donnerstagabend mich einwählen und um 22 Uhr Gold kaufen, sondern auf den einen oder anderen Trade werde ich verzichten und dadurch eben auch noch probieren, ein bisschen Mehrwert an die Abonnenten und an die Teilnehmer weiterzugeben. Ja, eine zweite Frage, die habe ich ja schon angekündigt. Mit wie viel Kapital sollte man bei so einer Strategie einsteigen? Ich glaube, das kann man jetzt auch so pauschal nicht sagen, aber Sie kennen sich ja nun wirklich schon eine Weile aus. Vielleicht haben Sie dennoch den einen oder anderen Tipp für uns. Ja, das ist eine tolle Frage. Das ist so, wo ich immer sage, naja, die meisten denken, ich brauche jetzt 100.000 Euro und mehr, sonst macht das an der Börse alles gar keinen Sinn. Muss ich sagen, finde ich nicht, sondern ab 1.000 Euro, wie gesagt, hier kann man ja mit Echtgeld auch schon anfangen, ab 1.000 Euro. Man kann auch 10.000 Euro einzahlen. Wie gesagt, ich zeige es nochmal ganz kurz, wie klein diese Stückelungen auch möglich sind. Wenn man jetzt sagt, ich finde die Ideen gut, ich mache einfach mal noch eine info@web.de. Kann man einfach auch sehen, wie klein diese Stückelungen sind, um zum Beispiel diesen Gold Rush einfach 3, 4 Mal auszuprobieren, weil es ist immer das Gleiche. Wenn man es das erste Mal macht, kann ich fast schon die Uhr danach stellen, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Das ist einfach aus der Erfahrung so, Murphy's Law. Wenn man es aber ein paar Mal wiederholt, wird man sehen, es klappt. Wie gesagt, das ist jetzt nicht meine richtige E-Mail-Adresse, sondern ich will euch einfach nur zeigen, wie leicht es ist, hier dieses Demo zu eröffnen. Peng, schon ist das Demo auf. Und wenn ihr jetzt dem Gold Rush folgen möchtet oder wie gesagt, hier diesen ganzen anderen Strategien von den Kollegen, dann ist es relativ simpel. Ihr könnt das entweder unter Coaches abonnieren. Da könnt ihr jeden Coach auch im direkt Pop-up bekommen oder als SMS. Also wie gesagt, ihr könnt hier auf die Kollegen raufgehen und auf die Analysen. Dann kriegt ihr deren Trades direkt. Oder ihr sagt, hey, ich habe die Idee verstanden. Ich möchte keine Erinnerung. Wie gesagt, am Anfang finde ich diese Erinnerung sehr gut, weil man daran denkt, sondern ich möchte das selber traden und ich möchte das jetzt mit ganz kleinem Geld ausprobieren und nehmen wir an, das wäre ein Echtgeldkonto. Dann setze ich jetzt nur ein Stückzahl ein und ihr seht, ihr müsst hierfür nur 50 Euro Marge hinterlegen. Also wenn ihr jetzt wirklich diesen Trade mit realem Geld machen würdet, könnt ihr das mit 50 Euro mal ausprobieren. Und ihr seht, jetzt ist die Position auch schon live. Das Spread ist sehr gering in dem Markt. Natürlich seid ihr gleich erstmal ein bisschen hinten. Das liegt einfach an dem Spread. Aber ihr seht, ihr habt jetzt 62 Cent investiert. Und wichtiger als dieser Trade mit Profit oder Loss ist vielmehr, dass ihr in dieses Erfahren reinkommt, dass ihr in das Erleben kommt. Und dafür ist Next Markets absolut genial, weil ab 1.000 Euro Anlagebetrag könnt ihr hier wirklich alles umsetzen. Aktien, ihr könnt eine Amazon-Aktie über CFDs für wenige 100 Euro kaufen. Ihr könnt hier Gold für 50 Euro Margen kaufen. Ihr könnt auch, und das finde ich besonders toll, und gerade als Portfolio-Manager ist mir das sehr wichtig, ihr könnt eben auch nicht nur einem Coach folgen, sondern ihr könnt ganz verschiedene Analysen umsetzen von jedem Einzelnen, was euch gut gefällt. Oder ihr sagt, hey, euch gefallen drei Coaches sehr gut, dann setzt ihr nur diese drei um.
Das ist eben das Tolle. Ihr könnt für sehr, sehr wenig Geldeinsatz, wie gesagt, 1000 Euro reales Konto, könnt ihr hier schon mitmachen oder einfach 10.000 Euro Demokonto. Und ihr seht natürlich, die Bewegungen sind sehr klein, aber es braucht hier keine Millionen oder mehr, sondern ich lade jeden ein, umso weniger Geld ihr habt, umso mehr würde ich euch auch raten, euch damit auseinanderzusetzen, weil der Staat macht es nicht. Wie gesagt, die Zinsen werden lange sehr, sehr niedrig bleiben. Und der Fonds ist natürlich ein Produkt, das besser als das Sparbuch ist im Zweifel. Der ETF wäre noch besser. Aber am allerbesten ist, wenn ihr euch selber auskennt, wie in allen anderen Bereichen auch, wenn ihr eben ausgebildet seid durch mich, durch Next Markets und die Dinge dann einfach und transparent. Ja, vielen Dank. Dann habe ich auch gleich noch eine Frage. Jetzt übernehme ich den Bildschirm, liebe Zuschauer. Erschrecken Sie sich nicht. Eine Frage, da weiß ich nicht, Herr Starke, ob Sie uns das so konkret beantworten können. Und zwar möchte ich jetzt wissen, Sie haben uns das mit dem Demokonto und allem jetzt schon gezeigt. Was sind denn die Kosten jetzt bei Next Markets? Sie sind jetzt immer auf die Kosten von anderen Anbietern eingegangen. Ich weiß, wenn Sie dazu jetzt nicht konkret etwas sagen können, liebe Teilnehmer, Sie erhalten im Nachgang an das Webinar eine E-Mail mit Kontaktmöglichkeiten zu Next Markets. Dort können Sie sich nochmal konkret mit Ihren Fragen an die zuständigen Personen wenden und erhalten eine Antwort. Kann ich gerne machen, weil das ist ja das Schöne. Und wie gesagt, ich bin finanziell frei seit vielen Jahren. Ich habe einfach verstanden, wie ich mein Geld anlege. Ich habe als Fondsmanager nicht schlecht verdient. Und ich habe eben diese schöne, diesen Luxus. Ich kann mir aussuchen, mit wem ich arbeite und mit wem ich nicht arbeite. Und ich arbeite halt nur mit Institutionen zusammen, wo ich halt sage, das bringt was, wie Universitäten, wie Börsenvereine, wie andere starke Partner und eben auch wie Next Markets, weil es so transparent ist und weil es so günstig ist. Wie gesagt, dieses Demo aufmachen, mich bei meinen Trades zu verfolgen, völlig kostenlos, völlig transparent, völlig ehrlich. Dieses Live-Konto zu machen, kostet eben auch nichts. Es kostet nur den Spread, also nur die Differenz zwischen Kaufen und Verkaufen. Das, was natürlich jeder Fondsmanager auch hat. Und ich kann aus Erfahrung sprechen, wenn ich 100 F-DAXe für meine Kunden gehandelt habe, habe ich am Ende mehr Geld ausgegeben, als ich jetzt im CFD bezahlen würde. Also ich weiß jetzt nicht zu 100% genau, was die Kosten bei Next Market sind. Aber so wie ich es auf der Plattform gesehen habe und wie es eben auch im Nachgang jeder erfragen kann, am besten ist immer ausprobieren. Es ist nur der Spread, also nur die Differenz zwischen Kaufen und Verkaufen. Und wir haben ja gerade gesehen, das sind im Gold wenige Cent, im Euro-Dollar ist es ein Pip und im DAX sind es ein Punkt und ein bisschen mehr. Das ist unglaublich gering. Das ist sehr, sehr günstig. Und um das mal auszuprobieren, wie gesagt, das ist ein Hundertstel von dem, was halt in gesettelten Finanzprodukten anfällt. Und die Grundidee ist ja auch, Next Markets bietet die Möglichkeit zu lernen. Man sieht es ja auch, so ein Event in Malta, 3 Tage mit Kost und Logis, 3 Tage Übernachtung, 4 Tage vor Ort für 899 Euro. Da kann man sich ja auch ausrechnen, da bleibt nicht viel hängen, sondern es geht einfach darum, hier vielen Leuten möglichst viel beizubringen, um eben das Thema Finanzbildung voranzubringen. Natürlich, wenn man das im Future handelt und ein paar hunderttausend Euro hat, um die Future-Maße zu stellen, ist der Future ein paar Ticks billiger. Aber mit dem CFD, gerade für kleine Konten, um anzufangen, ist es sehr, sehr günstig. Und wie gesagt, am besten ein eigenes Bild machen, am besten selber Erfahrungen sammeln. Ich würde nicht mit Next Market zusammenarbeiten, wenn ich nicht 100% von der Idee überzeugt wäre. Das bin ich. Und ich würde mich eben freuen, wenn halt viele Leute die Idee auch voranbringen. Ja, vielen Dank. Dann bin ich jetzt dran, um eine Frage zu beantworten. Liebe Teilnehmer, das waren heute ganz schön viele Informationen. Dieses Webinar wurde aufgezeichnet. Dafür hat mich eine Frage erreicht. Wir stellen diese Aufzeichnung im Nachgang an das Webinar auf unserem Finanzen.net YouTube-Kanal ein. Außerdem erhalten Sie in der E-Mail, die ich eben schon angesprochen habe, einen Link zu der Aufzeichnung, sodass Sie noch einmal reingucken können. Ja, Herr Starke, vielen Dank, dass Sie uns heute einen Einblick in Ihre Anlagestrategien gegeben haben und unsere Fragen so ausführlich beantwortet haben. Wie fällt denn Ihr Fazit jetzt aus? Möchten Sie unseren Teilnehmern heute noch etwas mit auf den Weg geben? Unbedingt. Mein Schlusssatz bei Vorträgen ist immer sehr, sehr gern. Macht es nicht wie Olaf Scholz. Kümmert euch um eure Finanzen. Hört bitte auf, nur für das Geld zu arbeiten, weil das machen wir in Deutschland unglaublich gut. Wir gehen sehr spät in Rente. Wir haben weniger Urlaubstage als viele andere. Wir sind Exportweltmeister. Wir arbeiten hocheffizient. Aber wir haben in Schule und auch im Studium leider nie gelernt, unser Geld wirklich für uns arbeiten zu lassen. Dafür trete ich an. Ich weiß, dafür ist Finanzen.net bekannt. Dafür ist Next Market stark. Also, liebe Leute, danke, dass ihr so lange dabei wart. Hört bitte auf, nur hart für das Geld zu arbeiten, sondern fangt bitte an, euer Geld auch hart für euch arbeiten zu lassen. Ja, dann noch eine persönliche Frage zum Schluss, um dieses Schlusswort abzurunden. Und zwar, wie viele Trades machen Sie denn so im Jahr? Das interessiert uns jetzt alle, nachdem Sie uns die Strategien erklärt haben. Und ich denke, es ist auch ein schöner Abschluss.
Tja, das kann man natürlich auf Next Markets herausfinden, wie oft ich trade und wie viel ich da wirklich mache. Ich muss sagen, ich bin auch deswegen nicht mehr angestellt, weil es mich irgendwann auch nicht mehr bereichert hat, wirklich 10 Stunden am Tag für Reuters und für Bloomberg zu sitzen, sondern mir geht es darum, dass ich auch mein Leben genießen kann, dass ich meinen Hobbys folge. Das heißt, ich mache jetzt nicht jeden Tag 5 Trades, sondern die Grundidee, dass ich vielleicht 2 bis 3 Transaktionen in der Woche mache, wobei aber auch ein Großteil meines Geldes in Investmentideen liegt. Die werde ich auch nach und nach bei Next Markets einstellen. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber ein Großteil liegt da eben auch im Investment. Und das Trading ist eben in meiner Welt auch dazu gedacht, die Investmenterträge so ein Stück abzufedern. Aber 2 bis 3 Trades ist normal. Wenn es der Markt aber zulässt, wenn es eben besondere Ereignisse gibt, dann vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dafür ist Next Markets auch gut geeignet. Weil wenn es richtig heiß hergeht, dann bin ich eben auch da. Dann werde ich eben auch entsprechend da am Markt aktiv werden, aber ich bin auch niemand, der jetzt privat von jedem Morgen um 8 bis jedem Abend um 8 vor den Märkten hocken muss. Das habe ich 11 Jahre lang gehabt, sondern mit einer Stunde Zeitaufwand sind meine Finanzen sehr, sehr gut erledigt. Ja, danke schön. Und auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, möchte ich mich jetzt noch bedanken. Vielen Dank für Ihre Fragen. Leider konnten wir ja nicht alle beantworten. Wie gesagt, wenden Sie sich gerne an uns, also an Finanzen Net oder an Next Markets, um Ihre Frage zu klären. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Genießen Sie den restlichen Abend und viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments.